Gude, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich bin Paul von der Kaffeekommune. Heute geht es in einem Produkttest um eine nagelneue Mühle von Time More, und zwar die Sculptor. Und das Schöne heute ist, also ich musste, normalerweise kaufe ich die ja von meinem eigenen Taschengeld, aber heute hat freundlicherweise Andi, ein Zuschauer hier auf dem YouTube-Kanal, diese Mühle uns zur Verfügung gestellt, hat mir eine E-Mail geschrieben, du, ich habe mir die Mühle gekauft, ich war hier bei den Early Birds dabei und hast du Lust, die zu testen? Und da bin ich natürlich total happy drüber gewesen, also vielen Dank, Andi, erstmal vorneweg, dass wir hier die Möglichkeit haben, diese Mühle zu testen. Und ja, das Gewicht verspricht schon mal eine Menge. Das Paket ist ganz schön schwer. Aber was genau hier drin ist und ob die Mühle performt, erfahrt ihr in diesem Video. Also wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Gut, dann geht's ans Unboxing dieses zugegebenermaßen schönen Kartons. Also was zeichnet diesen Karton aus? Die Schlichtheit, aber auch, dass es einfach kein Vierfarbendruck ist oder so. Auch kein Foliendruck, es ist einfach Papier. Also das Packaging ist recycelbar, da hat sich offensichtlich jemand drüber Gedanken gemacht und zeigt letztendlich nur, was uns erwartet, und das ist die Mühle. Also ich finde an dieser Stelle die Verpackung tatsächlich gelungen, weil offensichtlich der Inhalt bestechen soll und nicht das Äußere. So, aufregend, aufregend. Ist immer schön, was Neues auszupacken. Ich habe die auch noch nie ausgepackt. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich kenne sie auch nur aus dem Internet. So. Aha, aha. Oho. So, ich will euch das nicht vorenthalten. So, man sieht gar nichts natürlich erstmal. Hier ist nur so ein Schutzding. Und es guckt hier so ein Pinöpel raus. Kann man den mal zeigen? Ich finde den interessant. Guck mal, kannst du mal ein Close-up von diesem Pinöpel machen? Was uns als erstes erwartet, ist ein kleiner Pinöpel. Und wir wissen noch nicht, wofür er da ist. Aber es ist ein schöner kleiner Pinöpel. So, ich hoffe, es lüftet sich dieses Geheimnis jetzt. Hier ist die Mühle. Ordentlichst verpackt, also vielen Dank, Andi, da scheint alles dabei zu sein, was sozusagen im Original dabei ist. Und es ist hier eine kleine Luftpumpe, offensichtlich hier, mit einem Blasebalg. Erinnert an so einen Blasebalg von, weißt du, wenn man den Blutdruck misst, dann hat man auch so ein... Von diesen Manschetten, Blutdruckmanschetten, dann hat man so ein Pumpding. Daran erinnert mich das, ich packe das mal aus. Also habe ich hier schon mal so. Ich vermute, dass es dafür da ist, dass man den Totraum auspustet. Dann haben wir hier eine schwarze Variante. Sieht man das schön? Ja. Haben wir das, Philipp, haben wir das? Ich muss zugeben, es macht erstmal einen wirklich heißen Eindruck hier in dem Packaging. Das ist ein richtig, sieht heiß aus. Dann habe ich hier ein Stromkabel. Und hier ist ein Pinöpel mit einem roten Pünktchen drauf. Mal gucken, wofür der genau ist. So, zweites Schaumgummiteil. Und hier sieht man jetzt einmal die Mühle nochmal in Gänze. Und hier ist eine kleine Bedienungsanleitung drin. Es ist sauschwer, die so zu halten, Philipp. Also ich kann das jetzt, ich muss die jetzt so nacheinander auspacken, ja? Ich kann das nicht so. Wir wollen ja testen. Ja, wir wollen ja testen. So, was haben wir hier noch? Hier ist so ein kleiner Deckel. Das wird der Deckel der Mühle sein. Dann haben wir hier einen Pinsel. Auch sehr schön. Was haben wir hier noch? Eine. Eine Dosing Cap, also irgendein Behälter. Ein relativ massiver Behälter. Könnte auch ein Ofenrohr sein, aber ist auf jeden Fall ein massives Teil. Jetzt muss ich aber aufstehen. Ich muss das hier mal rausholen. Das Ding ist nämlich schwer. Ich möchte es nicht fallen lassen. So. Und hier haben wir die Mühle. Ich mache mal gerade die Verpackung beiseite. Ist da noch was drin? Nee, mehr ist da nicht. So. So sieht sie aus, die gute. Hier vorne haben wir eine Mahlgrad-Einstellung. Hier ist so ein Schnubbi, hier ist ein Kreuz und auf dieses Kreuz slidet hier dieser Griff. Ich habe hier so einen An- und Ausschalter, der offensichtlich die Mühle startet. Und hier vorne eine Mahlgrad-Einstellung, okay.
Upsala, Entschuldigung. So, und dann habe ich hier auf der Rückseite, sieht man einmal den Zugang fürs Stromkabel. Da kommt das rein, hier. Und ich habe hier eine Möglichkeit, und das ist auch sehr charmant und interessant, offensichtlich die Drehzahl der Mühle einzustellen. Also ist wahrscheinlich ein Frequenzumrichter eingebaut oder sowas. Und ich kann hier hinten die Drehzahl der Mühle einstellen. Das ist sehr, sehr interessant. So. Und dann wird das hier wahrscheinlich der Deckel sein, der dann hier oben drauf getan werden kann, wenn man ihn denn braucht. Was ist das für ein Ding hier? Das ist so ein Schnubbi, so ein Zugriffsschutz. Was ich mich nur jetzt frage, Philipp, was ist das hier? Wofür ist das was? Das würde mich jetzt mal interessieren. RTFM, Read the Fucking Manual. Read the Fucking Manual. Also schauen wir uns das... Was ist das für ein Spruch, mein Lieber? Das ist fast so wie neulich mit dem Schalten. Ne? Schalten ist kein Geheimnis, man darf es hören. Okay, wie dem auch sei, es geht hier um was anderes. Und zwar, hier ist die Bedienungsanleitung. Einmal so, ja, Bedienungsanleitung. Ne? Mit unterschiedlichen Sachen. Und ich möchte jetzt nur rausfinden, wozu dieser Schnubbi ist. Deswegen gucke ich mir die Arme mal ganz kurz an. Das interessiert mich, weil offensichtlich macht man oben Kaffee rein, unten kommt Kaffee raus. Und wo ist dieser Schnubbi abgebildet? Schnubbi, Schnubbi, Schnubbi. Ich sehe keinen Schnubbi. Siehst du einen Schnubbi, Philipp? Nur auf dem Tisch. Ich sehe auch nur auf dem Tisch einen Schnubbi. Wozu ist denn der Schnubbi? Ich glaube, das muss ich gleich nochmal nachgucken, wozu der Schnubbi ist. Oder ihr sagt es mir. Schreibt es mir in die Kommentare, wozu man hier so einen Schnubbi braucht. Der hat offensichtlich auch einen Magnet, aber... Ah, ich habe es rausgefunden. Das war natürlich jetzt auch wahnsinniges Science hier. Und zwar ist das einmal... Also man sieht es hier, habe ich eine Malgrad-Anzeige auf der Seite. Ne? Und man kann hier aber auch... damit man es von vorne sieht. Das rastet nämlich ziemlich gut ein. Das an die Seite machen und dann hat man eine Malgrad-Anzeige von vorne. Wow. Wow. Naja, also ich finde es schon gut. Also das musst du jetzt auch nicht so dissen, Philipp. Da hat sich jemand was überlegt. Nee, da hat sich jemand was überlegt und das finde ich schon mal, das ist cool. Wenn sich Hersteller was überlegen, ist das gut. Wir wissen ja von anderen Herstellern, dass es nicht immer so ist. Also hier ist auf jeden Fall, steckt auf jeden Fall schon mal Liebe zum Detail drin. Und ja, jetzt wisst ihr schon mal, was euch erwartet, wenn ihr eine Sculptor kauft. Also das ist jetzt, haben wir mal alles rausgeholt, was in der Verpackung war. Und ob das Ganze jetzt auch performt, das müssen wir jetzt herausfinden. Und zwar werde ich sowohl Filterkaffee damit brühen, als auch einen Shot damit einstellen. Das Ganze mal messen und dann werdet ihr erfahren, für wen diese Mühle etwas ist und ob diese Mühle ihr Geld wert ist. Wobei wir noch herausfinden müssen, was letztendlich dafür bezahlt wurde, Philipp. Aber das werden wir sehen. Also insofern, ich mache mich jetzt ans Kaffeebrühen und gleich, mittelfristig, gibt es eine, erfahrt ihr, wie es damit, wie die Mühle performt. Also bleibt dran. Okay, Leute, jetzt haben wir den ein oder anderen Kaffee gemacht, gebrüht, die Mühle ausgiebig tatsächlich getestet, mehr als wir es ursprünglich vorhatten tatsächlich. Und ich habe mir hier so eine Liste gemacht, ich schreibe mir dann immer auf, was ist gut, was ist schlecht. Und das ist die Trennlinie, die gut von schlecht unterscheidet. Also ihr seht schon, oder sage ich mal, nicht gut von schlecht, sondern Sachen, die mir positiv aufgefallen sind und Sachen, die mir negativ aufgefallen sind. Und das heißt, bevor ich darauf freuen könnte, was ich gut an der Mühle finde, fange ich an, oder? Mache ich es andersrum. Naja, fange ich damit an. Ich gucke den Philipp hier so an, wisst ihr? Weil ich mich gerade frage, mit was ich anfange. Aber ich fange jetzt einfach mal an mit den negativen Sachen und spreche dann über die positiven Dinge. Also grundsätzlich, was ich an der Mühle nicht gut finde,
ist, und jetzt, das ist jetzt ein, ist hier die, der Trichter. Also der Trichter selber, der ist aus einer Art Plexiglas oder so gefertigt. Und das Problem vom Plexiglas ist an der Stelle einmal, es ist sehr empfindlich. Also obwohl die Mühle praktisch nicht benutzt wurde und wie gesagt, die wurde uns ja zur Verfügung gestellt, sind hier viele Kratzer drin, die nicht von mir stammen, sondern die so schon reingekommen sind. Und das ist halt Plexiglas. Plexiglas, wer Plexiglas kennt, also ist mein Gefühl, das Material, das fühlt sich so an, das sieht so aus irgendwie. Vielleicht ist es auch ein anderes Material, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es sehr kratzempfindlich, ist mein Eindruck, Punkt Nummer eins. Und passt gar nicht so sehr zu der Wertigkeit vom Rest der Mühle. Und das zweite ist, es lädt sich statisch auf. Ja, das ist so ein... Das heißt, man hat relativ viel Geschmodder immer hier oben im Hopper, wo sich die Silberhäutchen, die da beim Mahlen sich auflösen, dann hier hängen bleiben und nicht weggehen und sowas. Das ist auf jeden Fall irgendwie doof und das ändert auch nicht den Deckel, den ich praktisch finde, weil er diese unterschiedliche Position hat. Ja, also dass man den zum Beispiel geöffnet hat oder dann so nach hinten slidet und der so offen bleibt. Aber man braucht auch diese Position von da hinten, weil wenn man keinen Deckel hat und man wälft die Portion Kaffee rein, während die Mühle läuft, hat man einen riesen Gespratzel. Also überall fliegen die Bohnen hin und das ist auf jeden Fall so nicht, gefällt mir nicht so in der Umsetzung, weil einmal statische Aufladung, einmal sehr kratzempfindlich und drittens dieses Herumspratzeln von den Bohnen im Mahlwerk, also dieser obere Teil, den finde ich nicht schön gelöst und das passt eigentlich auch, passt auch nicht zum Rest der Mühle, ehrlich gesagt, weil alles darunter eigentlich eben andonisierter Edelstahl ist, sich also aus Material gefertigt wurde und auch, ich finde das sehr, sehr schön eigentlich, den Rest und der Oberteil ist wie so ein Alien-Aufsatz auf der Mühle und irgendwie, wenn man das so von der Seite anschaut dann, und man sieht sich die Mühle an, dann denkt man auch irgendwie so, dieser Aufsatz ist, ist wie so, als würde er nicht zur Mühle dazugehören. Das passt einfach nicht zum Rest, das muss man so sagen. Ich weiß nicht, wessen Designidee das war, ist aber auch egal. So. Dann haben wir an den Bohnenbehälter, wo ist denn der? Der ist da drüben. Warte mal kurz, den will ich jetzt schon mal holen. An sich finde ich den ganz cool. Der hat auch diese Magnetfunktion. Aber ich muss sagen, dass ich finde, dass diese Magnetfunktion, das ist ja das Tolle, ihr kennt es ja von der Varia oder habt es schon mal bei einer Weber Workshop oder so gesehen. Und dass es so reinschnappt. Und das ist hier so, der Magnet ist ein bisschen zu schwach. Der müsste eigentlich in dieser Position den Becher wieder ordentlich zurückholen können. Das ist aber wirklich nur eine Kleinigkeit. Also das macht jetzt den, den Braten nicht fett. Also das heißt, wenn man es da hinschiebt, dann ist nicht gesagt, dass es auch direkt unter dem Auslauf liegt. Was mir auch nicht gefallen, gefällt, ist, dass ich auch hier unten trotz dieses Rotationsabklopfers oder Knockers relativ viel statische Aufladung hier unten habe und auch öfters mal Feins, also über, nicht Feins, sondern so Überbleibsel von Silberhäutchen und auch Feins hier sowohl am Spout habe als auch auf der Mühle selber. Also ganz so sauber malt die nicht, ne? Also ist einfach so ein bisschen dirty. Dann möchte ich mal über die positiven Sachen sprechen, die mir auf der, bei der Mühle aufgefallen sind. Und dann spreche ich darüber, was, also in der Nutzung, und dann sprechen wir über die Qualität der Getränke. So, positive Sache ist auf jeden Fall eine echt schöne Verarbeitung, außer der Hopper. Naja, der ist in gewisser Weise, ist ja egal, ich möchte jetzt nicht mehr über den Hopper reden. Also sowohl das Gehäuse fühlt sich toll an, die Mahlgradverstellung, fühlt sich toll an. Dieser Knocker hier, das ist einfach, ich finde, das ist einfach Qualität. So fühlt sich das an. Also es ist wirklich cool in der Haptik. Der Ein- und Ausschalter ist cool. Dann auf der Rückseite, auch ich finde auch die Einstellung hier von der Mahlgradgeschwindigkeit hier hinten ist schnell zu machen, intuitiv, irgendwie nice. Ich mag dieses Detail hier an der Seite mit dem Schnubbi, der hier für die Mahlgrad-Einstellungsanzeige für vorne ist. Ich finde das schön, ich finde das cool, dass man einmal hier diesen roten Strich an der Seite hat und das hier, weil das brauche ich ja auch, um einen präzisen Mahlgrad abzulesen zu können in einem Espresso-Segment. Ich würde mir vielleicht wünschen, dass es nicht aus dem 3D-Druck ist, sondern dass es ein Teil ist, das auch hier dem Rest, der, also von der Funktion her 1 plus mit Sternchen, von der Verarbeitung her, ich würde sagen 4 bis 5,
Macht aber nichts, es ist ein absolut wertvolles Gimmick im Espresso. Nicht Gimmick, sondern absolut wichtiges und wertvolles Tool, das man braucht, um damit Shots zu ziehen. Und ich finde diese Doppelnutzung, ich finde das toll. Ich finde, das gefällt mir, auch wenn ich die Verarbeitung von diesem kleinen Teil nicht passend finde zum Rest der Mühle. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Was ist los? Hallo, Paul? Hallo, du, ja. Kleiner Nachtrag. Du, eine Sache, ich habe gerade, der Andi hat mir gerade noch eine E-Mail geschrieben. Das stimmt nicht, dass dieses Teil hier dabei ist. Dieser kleine Schnubbi, den ich so toll finde, der ist nämlich ursprünglich gar nicht dabei. Den hat der Andi extra gekauft irgendwo. Deswegen ist der auch so aus dem 3D-Drucker und passt optisch nicht so ganz dazu. Aber von der Funktion her ist das total essentiell, weil man sonst an dem Strich hier an der Seite kaum den Malgrad vorne ablesen kann. Also insofern, das ist nicht Teil des Pakets, wenn man die Sculptor kauft, aber es sollte dabei sein. Also wo man diesen Schnubbi kaufen kann, das müsst ihr den Andi nochmal fragen, das schreibe ich in die Caption rein, ja. Also wenn ihr da den Link braucht, falls ihr schon eine Sculptor habt, dieses Teil ist auf jeden Fall the way to go. You need it, but you don't have it when you buy it. Für 900 Euro. Für 900 Euro hast du es nicht dabei. Sondern kannst du den Malgrad nur an der Seite ablesen. Das ist tatsächlich unpraktisch. So what? Immerhin gibt es jemanden, der sowas produziert. Guter Mann. Guter Mann. Oder gute Frau. Gute Frau. Guter Mann, gute Frau, gute, wie auch immer. Spielt auch keine Rolle, Hauptsache gute Idee. Dann haben wir, was gefällt mir noch? Der Klopfer ist nice und erfüllt absolut seinen Zweck. Also das heißt, ich habe im Prinzip kein Kaffeemehl, das in der Mühle verbleibt. Ich habe Zero Retention, es kommt alles raus, außer so ein bisschen Gesprotzel mit so ein paar Silberhäutchen, die kein Zehntel Gramm wiegen. Ich finde das Geräusch cool. Also das Mahlgeräusch hört sich angenehm an und ist auch nicht wahnsinnig laut, ohne das jetzt gemessen zu haben. Wir haben es nicht gemessen, wie laut es ist, aber es hört sich gut an und zwar unabhängig von der Drehzahl. Also auch in einem hohen Drehzahlbereich habe ich ein angenehmes Laufgeräusch, aber auch Mahlgradgeräusch. Und auf jeden Fall ist ein Benefit der Mühle, dass ich eben diesen Frequenzumrichter drin habe, dass ich die Mahlgeschwindigkeit einstellen kann. So, jetzt natürlich die Frage, was macht die Änderung der Mahlgradgeschwindigkeit? Brauche ich das überhaupt? Ist das sinnvoll? Darauf komme ich gleich zurück, weil es tatsächlich absolut essentiell ist, bei der Nutzung dieser Mühle auf diese Mahlgradgeschwindigkeitseinstellung zurückzugreifen, weil sie zwischen gut und nicht gut unterscheidet. Jetzt Philipp, sag mir ganz kurz, du hast nachgeschaut, was kostet die Mühle? Das ist 899 UVP. 899 UVP, also 900 Tacken, das ist eine Menge Asche. Insofern finde ich die Verarbeitung hier auch nötig. Bei 900 Euro muss das auch schön verarbeitet sein. Dann müsste auch hier nochmal der Schnubbi eindeutig nicht aus dem 3D-Druck sein. Und hier oben, das muss man mal überdenken, bin ich der Meinung. Ansonsten hier die Schalter, das Zeug, die Funktionen, ist schon cool. Gefällt mir. So, jetzt zur Shotqualität. Wenn ich damit Kaffee mache, wie funktioniert das? Ist das wiederholbar? Kann ich hin und her springen? Was soll das eigentlich? Also erst einmal, die Mahlgrad-Einstellung finde ich gut. Also ich habe drei Shots gebraucht, um einen Espresso einzustellen. Also ist intuitiv. Ich habe genug Spielraum. Das war bei mir, ich stelle das mal gerade ganz kurz ein, 4,5. Bei meinem universellen Brührezept, könnt ihr nochmal nachschauen, 15 in auf 43 mit der Zielextraktionszeit von 30 Sekunden. Ich habe die Shots zum Einstellen in einem bei 1000 Umdrehungen pro Minute gemacht. Also ich habe die Mühle auf 1000 Umdrehungen pro Minute eingestellt und habe dann die Shots gezogen. So, das Ergebnis war ein Shot, der, also erst einmal dazu, ich arbeite mit dem Kaffee und mit meinem Rezept eigentlich immer in einem relativ feinen Mahlgradfenster. Und wenn ihr jetzt seht, ich habe nach oben hin, also was Feinheit anbelangt, noch einen irre Spielraum. Nach unten hin aber hört die feine Skala auf. Also seht ihr, unterhalb von 5 habe ich keine kleine Unterteilung mehr. Die brauche ich aber zum Shots einstellen. Und wenn ich jetzt denke, ich mache andere Rezepte, 17, 18 oder 21er Rezepte, dann brauche ich einen gröberen Mahlgrad eventuell und dann habe ich ab 5 keinen Spielraum. Also ab 5 wird es dann ein bisschen blöd mit der Einstellung, weil ich eben diese feine Unterteilung nicht mehr habe. Und da frage ich mich auch, warum Timemore hier die Unterteilung einfach nicht durchgezogen hat. Also auch, weil ich finde, bei einem Filterkaffee macht es auch was aus.
machen kleine Veränderungen, können eine große Auswirkung haben, gerade bei Pour-Over, nicht unbedingt bei Immersions, aber bei Pour-Over ist das so. Und wenn ich mal gerade bei einem Filterkaffee wieder auf den Punkt treffen möchte, ist das auf jeden Fall nicht unrelevant. Und jetzt ist es so, bei der Einstellung und meinem Rezept komme ich auf einen TDS-Wert von 6, also erstmal bevor ich über Extraktionsrate messe, wie hat er geschmeckt? Der Shot war tatsächlich relativ flach und langweilig. Ich habe auch einen Washed Ethiopia gemacht und wir haben erst gestern, kann man das in diesem Zeitkontext sagen? Also wir haben erst ein Video gemacht, wo wir also in unmittelbarer Nähe dieses Drehtages haben wir ein Video gemacht, wo wir 20 Shots gezogen haben mit dem Kaffee, mit dem Rezept auf einer anderen Mühle, um was anderes rauszufinden. Wie dem auch sei, ich habe den Geschmack des Kaffees sehr, sehr präsent aktuell, wie ich ihn haben möchte und wie er optimal schmeckt mit einer Extraktionsrate von 22%. Was die Mühle in der Einstellung mit 1000 RPM macht, ist, dass ich einen Shot habe, der auf keine 20% kommt. Also wir haben erstmal einen Shot, der schmeckt relativ flach. Ich habe die Floralität nicht, die ich bei dem Washed Ethiopia gerne hätte. Und er ist einfach nicht so boozy. Ich habe die Juiciness nicht. Es ist einmal ein relativ langweiliger Espresso. Und er hat auch nur 19,78% Extraktion. So, das hat keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, weil wir nicht so ein großes Set gemacht haben wie beim vorangegangenen Test, sondern wir haben einfach nur die Mühle eingestellt und jetzt einfach mal. Ich habe einfach mal probiert, Philipp hat ihn auch probiert, ich habe einfach mal probiert, wie gefällt er mir, weil ich den Kaffee ganz, ganz präsent habe aktuell und habe ihn dann deswegen gemessen, weil ich fand so irgendwie, das hat mir nicht gefallen und wollte dann wissen, spiegelt sich das in Zahlen wieder. Und dann habe ich gedacht, na gut, schmeckt nicht, finde ich eigentlich schade, bei einer Mühle, die 900 € kostet, müssen die Shots lecker sein. Ne? Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel an den Mühlentest zurückdenken, Eureka irgendwas XL, habe ich mal hier oben verlinkt. Da haben wir eine Mühle, die deutlich günstiger ist, ein traditioneller italienischer Hersteller. Und die Shots schmecken halt lecker bei einem niedrigeren Preis. Das kann also in dem Fall nicht sein. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben einfach nochmal, oder ich habe mit der Geschwindigkeit, mit der Rotationsgeschwindigkeit in RPMs gespielt und habe einmal noch einen Shot gemacht mit der maximalen Umdrehungsgeschwindigkeit und einmal mit der minimalen. Und die maximale hat sich im Prinzip kaum verändert von den 1000 RPMs, die ich ursprünglich eingestellt habe. Aber die niedrige, und das war jetzt interessant, hat auf einmal dieses schöne Florale wieder rausgebracht und eine schöne Sweetness gehabt. War auch nicht der beste Shot, den ich hier getrunken habe, dieses Kaffee, aber er war erkennbar, er war lecker, er war juicy und hat dann auch 20,31% gehabt, also etwas mehr als ein halbes Prozent mehr Extraktion, das auch deutlich schmeckbar war. Und da muss ich sagen, man muss halt einfach wissen, wenn man diese Mühle nutzt und ich möchte eine höhere Extraktionsrate haben, ist jetzt einfach so meine Annahme, sollte man in einem niedrigeren RPM-Bereich oder im niedrigsten RPM-Bereich arbeiten und dann schmecken die Shots. So, dann, der war lecker. Ne? Das war nicht der beste Shot, den ich hier getrunken habe, aber er war definitiv lecker. Und beim Filterkaffee habe ich einen V60 gemacht, auch nach dem Standardrezept, das ihr kennt, das V60 Recipe. Mit einem 250er Brew bei einer Extraktionsrate von 22%. Und was soll ich sagen? Das Kaffeebett war ein ganz bisschen muddy, aber der Kaffee war lecker. Auch eine florale Tasse, aber beim Filterkaffee wollte ich nochmal so diese Juiciness drin haben. Mehr Frucht, das hat er gebracht. Ich fand die Tasse lecker. Insofern auch einen relativ unkomplizierten Wechsel zwischen den Mahlgraden hier. Das hat funktioniert. Also, ich habe euch jetzt, glaube ich, eine Menge erzählt zu der Mühle und fasse jetzt einmal zusammen, für wen ist diese Mühle denn etwas und ist sie ihr Geld wert? So, also für wen ist die Mühle was? Die Mühle ist natürlich für Leute, die einen Single-Doser benutzen wollen und die Spaß daran haben, portionsweise unterschiedliche Kaffees auszuprobieren. So, das funktioniert definitiv mit der Mühle. Die Mahlgrad-Wiederholbarkeit ist da, ist für Filterkaffee meiner Meinung nach absolut cool. Ne? Nimmt für die Performance einen relativ kleinen Footprint ein. Ja, sie hat eine gewisse Größe, aber sie ist doch ziemlich kompakt gehalten und ich finde auch sehr schlicht und angenehm im Design und passt mit Sicherheit auch, gut, das ist jetzt eine subjektive Geschichte, dass mir die optisch gefällt, aber ich finde das schon cool und gleichzeitig auch hat ein Mordsgewicht, also ist ein dicker Motor drin auf jeden Fall und Technik, die das eben auch leisten kann und ist auf jeden Fall was für Leute, die gerne was ausprobieren, unterschiedliche Mahlgrade ausprobieren, gerne Filterkaffee trinken und auch mal einen Espresso. Ja, die Mühle ist nicht für einen schmalen Geldbeutel,
weil 900 Tacken sind 900 Tacken. Das ist auf jeden Fall eine Menge Kohle. Und ich finde, dafür ist auch der Multipurpose muss dann sein. Also ich muss die für unterschiedliche Sachen nutzen können. Ich denke gerade nach. Also ich muss nachdenken, für wen ist die Mühle denn noch was? Wäre die Mühle denn was für dich, Philipp? Per se ja. Ja, weil also du brauchst halt nicht mehr zwei Mühlen. Na, du brauchst nicht eine Espressomühle, weil der Philipp hat aktuell eine Espressomühle zu Hause und malt mit einer Handmühle den Filterkaffee. Das kann man definitiv in einem Gerät vereinen. Und ich muss auch sagen, das ist also Zero Retention, kein Totraum, ist halt auch wirklich eine coole Sache. So, das ist gut gelöst. Die Mühle ist nicht für jemanden geeignet, der das Maximum rausholen will bei der Espresso-Extraktion und wirklich alle Details und Feinheiten rausarbeiten möchte, weil das scheint mir doch eher schwieriger mit der Mühle zu sein. Vielleicht auch limitiert durch das mit Sicherheit, ich nehme es vorneweg, mit Sicherheit limitiert einfach durch das Mahlwerk. Es gibt unterschiedliche Mahlscheibenvarianten, die mit dieser Mühle verkauft werden. Das ist jetzt eine 078S. 078S steht für flache Mahlscheiben mit 78 mm. 78 mm ist eine ganze Menge, 78 mm. Das ist ein großes Mahlwerk. Und bei einem großen Mahlwerk, na gut, müssen wir nochmal schauen. Würde ich mir eine höhere Extraktionsrate wünschen. Für wen ist das was? Das ist natürlich nichts, wir hatten schon gesagt, für den schmalen Geldbeutel, aber es ist nichts für den schmalen Geldbeutel, muss man ganz klar sagen. Das ist eine Menge Asche und die Mühle delivered. Ja. Und ich würde sagen, es ist schon, also benefitär. Also das heißt, es dürfte nicht teurer sein, aber ich finde, man kriegt eine performante Mühle, die vielleicht die ein oder andere Schwachstelle hat, aber ich glaube, an der man auch lange Freude haben kann, sofern sie denn lange hält. So. Vom Look her, von allem und vor allem auch von dem Arbeiten damit, also mir hat es Spaß gemacht, damit zu arbeiten, mir hat es Spaß gemacht, die Mühle einzustellen, mir hat es Spaß gemacht, dass einfach überhaupt nichts da drin bleibt. Ich hoffe, also wie sind eure Erfahrungen mit dem Video? Schreibt mir das doch in, wie sind eure Erfahrungen mit dieser Mühle? Schreibt mir das doch in die Kommis rein. Ich freue mich darauf, euer Feedback auch. Habt ihr die schon? Und wie sind eure Erfahrungen, was die Shots und die RPMs anbelangt? Und ich freue mich auf das nächste Video, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es um Kaffee mit mir geht. Ich bin Paul von der Kaffeekommune und Philipp, der hinter der Kamera sitzt. Und ich freue uns natürlich, wenn ihr liked, subscribed und jedem erzählt, dass es diesen Channel gibt, weil davon leben wir, also, oder auch besser gesagt nicht, aber das ist halt schön, wenn ihr dem Kanal folgt, weil genau. An dieser Stelle nochmal zum Schluss, vielen Dank, Andi, dass du uns die Mühle zum ausgiebigen Testen ausgeliehen hast und jetzt packen wir wieder ordentlich ein und du bekommst sie zurück und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder um Kaffee mit mir geht. Haut rein, ciao.